ein hilfloses Ameisenbär-Baby. Und seine Zunge im Zumberlin. Was haben wir eigentlich für eine Temperatur? Ich glaube 9,28 Uhr. Können wir auch so langsam wieder ein bisschen runterregeln. Mutter Griseline hat das Kleine nicht angenommen. Oh, ein starker Junge. Ersatzmütter sind jetzt Steffen Ernst und Thomas Messinger. Ich muss erstmal die Milch warm machen. Und hier wird ja täglich frisch angerührt. So. Der Kleine, der ist ja jetzt 6,5 Wochen, oder? Ja, 6,5 Wochen alt. Den haben wir dann da auf der Anlage gefunden. Die Mama hat ihn einfach da so mitten auf der Anlage abgelegt und ist dann verschwunden. Hat noch ein bisschen trocken geleckt. Ja, und das war's dann. Hat sich nicht mehr drum gekümmert. Und da hatten wir halt das große Glück. Das Wetter war schön und es war warm. Und da haben wir ihn dann mitten auf der Anlage gefunden, schreiend. Und da war eigentlich schon klar, die wollte den nicht annehmen. Und das war eine ganz heikle Angelegenheit am Anfang mit dir, nicht, Süßer? Ja. Weiß ich noch, wie wir da die erste Milch ihm reingetropft haben. Da kam erstmal der ganze Sand aus dem Mäulchen raus. So, von mir aus kann es losgehen. Warm hier noch. So. Können wir weitermachen? Ja? Dürfen wir jetzt? Ja, komm mal, komm. Ja, halte ich mal schön fest. So. Ja, die Zunge, die wollen wir sehen. Das ist immer ideal. Wenn die Zunge rausguckt, dann trinkt er am besten, dann verschluckt er sich nicht. Aber bei unserer Methode hier, da kann er sich ohnehin nicht groß verschlucken. Mit den paar Tröpfchen, die da reinkommen. Das hier Hundeaufzuchtmilch. Die ist verrührt mit Fencheltee. Ja. So, hat sich so bewährt. Ist zwar nicht die ideale Aufzuchtmilch, aber die kommt dem schon am nächsten. Dann machen wir mal weiter. 5 Mahlzeiten bekommt Baby Langzunge am Tag. Das dauert. So. Ja. Du musst ja gar nicht rumzappeln, du musst ja auch mal satt werden. Mal das Pfötchen weg, genau. So, guck mal, wir machen schön langsam. Ja, Zunge ist immer gut, ne? Ja. Also mal so zwischen 20 und 30 Milliliter ungefähr. 10 solcher Spritzen. Die wären schon gut, sind immer 3 Milliliter hier drin. Ja. Zurzeit schaffen wir so 180 bis 200 Milliliter am Tag. Wobei abends da hat er ja viel mehr Hunger, nicht? Also abends macht es immer am meisten Spaß. So, eine haben wir leer. Muss ich mal aufschreiben. So. Lukas ist Witwer. Beim Lukas ist es so, der hat mit seiner Frau zusammen eben eine Höhle bezogen, Eier gelegt und angefangen zu brüten. Und während der Brut ist leider die Frau gestorben. Und da hat er bis zum Schluss weitergebrütet und bis zum 7. Tag richtig gefüttert und aufgezogen. Und dann war es ihm aber eigentlich auch ein bisschen zu viel. Und da ist er dann rausgegangen und da hatten wir Angst, dass irgendein anderer Pinguin reingeht und die Kinder tötet sozusagen, weil bei Pinguinen ist es einfach mal so, wenn die dann irgendeine Höhle für sich beanspruchen, dann begehen die da auch einfach mal Kindsmord für so eine Höhle. Und da haben wir dann beschlossen, den Lukas mit den Kindern hochzunehmen. In der Zeit hat sich der Lukas wieder erholt und da er selbst füttert, aber es ist nicht mehr vonnöten, dass wir dazu füttern, ganz einfach mal, soll er sich einfach mal selber um die Kinder kümmern. So nimmt er uns oft sehr viel Zeit und Arbeit ab. Wollen wir sie dann mal wiegen? Wir wiegen sie jetzt gleich. Ja, komm mal her, Lukas. Ja, du brauchst mich nicht hauen, ich verstehe dich ja. Solche Väter braucht das Land. Lukas beschützt seine Kinder im Tierpark Berlin. Ja, ist gut.
So, da sind sie. Erstmal ein. Dann kannst du ja wieder reingehen. Ja. Ja, ich glaube, für euch brauche ich ja nicht die Hand. Ihr seid so süß. Ja, Hunger hat das Kind. Na, mal sehen, wie viel du zugenommen hast. 530 hat der. Aha. Also auf alle Fälle zugenommen. Ja. Gestern war einer 480 und der andere 500. So, und der? Was ist mit dir, Süßerchen? Nicht so stramm, Ben, hier. Jetzt fallen wir noch runter. Oh, der hat 500, oh, 580. 60. Dazwischen. 560, der andere hat 530 und der hat 560. Der wackelt so. Sag mal still. Ja. Ja. Na gut, also auf jeden Fall haben sie nicht abgenommen. Lukas macht seinen Job sehr gut, ja. Kann man nicht anders sagen. Dafür, dass er alles an sich macht, alle herzieht. Oh, so einen Hunger hast du, ja? Nun, geh mal rein, kannst alleine hinlaufen. Ups. So. Kannst du mal ein bisschen bewegen, Sport machen. Genau. Dann wirst du ja wohl dein eigenes Kind nicht hauen hier. Der alleinerziehende Lukas und die anderen Pinguine sind erst kürzlich in die Obhut von Ronald Richter gekommen. Na, die Frau Dedekin ist ja in Rente gegangen und da hat man mir sozusagen die Pinguine bzw. Alfred Bremenhaus Vögel hat man mir dann übergeben, mit, weil ich nun auch schon die anderen Vogelreviere alle mit habe. Das ist immer wieder was Neues und man lernt ja auch eigentlich vom Prinzip her nie aus in unserem Beruf und demzufolge ist das richtig. Richtig schön. Ja, genau, bettel ihn mal an. So ein Hunger. Aber jetzt hat er, ist der so aufgeregt, ne? Der füttert dich jetzt sicherlich nicht. Na, dann gehen wir mal, ne? Maus. Genug Aufregung für heute. Lukas soll in Ruhe seinen Vaterpflichten nachwatscheln können. Mahlzeit. Thomas Dörflein, unterwegs mit dem heiß ersehnten Mittagessen. Erste Station, die Nasenbären. Hoi. Alles klar. Die südamerikanischen Allesfresser lassen sich nicht lange bitten. Magst du die Maus? Nein. Erst einmal lieber vegetarisch. Auch gut. Ja, Obst, Gemüse, Zwieback, Hundefutter, Mehlwürmer, Bananen. Was haben wir noch? Gekochte Kartoffeln, gekochte Mohnrüben. Die ganze Palette. Anderen beim Essen zusehen, da läuft auch den Zoobesuchern das Wasser im Mund zusammen. Die Eintracht beim Schmausen kommt nicht von ungefähr. Die Nasenbärgruppe ist ideal besetzt. Ein Männchen ist da nur bei. Der Rest sind zwei erwachsene Weibchen und jüngere Weibchen noch. Alles andere würde zu Streitereien führen und Verletzungen. Das ist schon sehr harmonisch so. Bernie, Patsy und Silly. Braunbären mit hungrigen Mägen. Und Thomas Dörflens zweite Station für sein Essen auf Rädern. Ob die drei mit den Mitbringseln genauso harmonisch verfahren wie die Nasenbären? Zumal die Braunbären ihr Gehege und ihre Mahlzeit mit den Polarwölfen teilen müssen. Hallo.
Die Wölfe haben wohl keinen Appetit. Oder? An die Fische gehen sie schon ran, an Fleisch auch. Es bleibt aber bei Obst und Gemüse. Die Wölfe haben heute Fastentag. Die braunen Bären sind versorgt. Der weiße Bär noch nicht. So. Komm, Knut dran. Vorsicht. Wechselfarbige Schuppen. Zwei Augen, die sich getrennt voneinander bewegen können. Dieses Ungeheuer ist ein Chamäleon. Oh, Manuela, das ist schön. Hast du mir was zum, Mampfen mitgebracht? Weil der Schöne, der sitzt nämlich hinten. Der sich versteckt. Naja, ich sehe ihn. Ein Prachtkerl. Der ist sich auch seiner Größe bewusst. Interessant bei Chamäleons sind die Füße. Die haben nicht Hände wie Affen, sondern die greifen so rüber über den Ast. Ja, und die können auch sehr schön beißen. Guck mal her, der ist sehr schön. Also im Tierreich ist es ja so, die Männchen, damit die bei den Damen punkten können, müssen sie ja was hermachen. Ne? Wie bei uns Menschen. Aua. Ist das ein Prachtkerl? Aua. Wenn man mal die Hände anguckt, der greift so und hat extreme Krallen. Das tut ganz schön weh, er kneift mich ganz schön. Er hält Grit Vogt wohl für einen Baum, den es zu erklettern gilt. Manu. Ja, ich helfe dir. Komm mal hier, mein Großer. Ja, ja, ja. Wehe, seid ihr. Ja, komm her. Komm, du kannst da auch loslassen. Nimm meinen Finger. Ja. Chamäleons sind eigentlich Einzelgänger. Man setzt sie nur zu Paaren zusammen, weil sie ansonsten sehr stressempfindlich sind. Aber unsere drei scheinen hier eine Ausnahme zu machen. Wir beobachten das natürlich täglich. Wenn Manuela mir sagt, du, das eine Mädchen, die können sich im wahrsten Sinne des Wortes schwarz ärgern. Und wenn die sich sehr ins Dunkel verfärbt, dann wissen wir, sie steht unter Stress. Dann nehmen wir sie natürlich raus. Das war bisher aber eigentlich nur nötig, wenn eine Eiablage bevorstand. Dann haben wir die Mädchen separiert und haben sie hinten in einen extra Kasten gesetzt, wo sie in Ruhe die Eier ablegen konnten. Da haben wir jetzt im Moment auch knapp 90 Eier zu liegen. Die sehen momentan auch alle sehr gut aus. Wir wissen noch nicht, was wir denn mit diesen 90 Jungtieren machen. Wir werden natürlich versuchen, so viele wie möglich hochzuziehen. So, ich komme jetzt wieder raus, weil dieses Terrarium ist nicht für große Tierpfleger gebaut. Aber schön warm ist drin. Die wechselwarmen Reptilien lieben tropische Hitze. Auch innerhalb der Eierschale. Hier haben wir jetzt, tada, einmal zukünftige Chamäleonkinder. Das ist also ein komplettes Gelege von einem Mädchen, so wie wir es gefunden haben. Das dürften die 52 Eier sein. Und da liegen auch noch ein paar. Die haben da nicht mehr mit reingepasst. Und nun warten wir. Reptilienpfleger brauchen sehr viel Geduld. Ja. Und 90 frisch geschlüpfte Chamäleons brauchen später einmal viel Platz, der hier im Tierpark schon besetzt ist. Der Nachwuchs wird in andere Zoos kommen. Was wie ein Elefantenspaziergang der kleinen Kariber aussieht, ist in Wirklichkeit der Beginn einer Schulstunde. Kariber down. Feine Kariber. Down. Down. Feine Maus. Das schlaue Elefantenmädchen soll einmal Kunststücke vor Publikum zeigen. Ja. Richtig Rand ab, Kariber. Ein Privileg, das bisher Tana vorbehalten war.
Deine Maus, richtig, los. Wir bereiten uns im Prinzip auf die Kindergeburtstage vor, weil ja Tana in absehbarer Zeit irgendwann mal weggehen wird. Und das ist unser Nachhilfeschüler hier. Kariba Knie. Rand ab richtig. Absteh auf. Und Kariba Sit. Kariba Sit. Reine Maus. So, ist fein. Rank ab. Rank ab. Fein. Absteh auf. Und Rand ab Lift. Hier Lift. Kariba, Rank ab Lift. Eat. Mit dem Rüssel hast du es noch ein bisschen, ne? Rand ab und hier Lift. Richtig Lift, Kariba. So, ist fein. Ab. Feine Kariba. Die gelehrige Nachhilfeschülerin macht ihre Lehrer stolz. Das neue Kommando mit dem Sit, was wir jetzt geübt haben, das hatten wir innerhalb von einer Woche, hatten wir das schon drin. Also sie hat es drin, wir haben es ihr nur beigebracht. Erst lernen, dann spielen. Mit der wilden Lieblingsfreundin. Panja! Das ist die verrückteste von allen. Die hat nur Flausen im Kopf, von früh bis Abend. Mit Tana zusammen ist es eine Hosenbande plus ein Tier. Das ist der Elefant, der vor nichts Angst hat. Genau. Vor niemandem, vor keinem Kerchergerät, vor keinem Graben. Also wenn wir manchmal Kariba reinholen von draußen und wir warten dann hier, die hat uns schon das Seil gemopst, was wir für Kariba gebraucht haben und alles sowas. Also der hängt schon der Schalk im Nacken. Komm mal her, Knallfrosch. Du musst doch keine Angst haben. Na, komm mal her. Reine Maus. Guck mal hier. Blumen. Panja hat ihren eigenen Kopf zwischen den großen Ohren. Ob und zu wem sie kommt, entscheidet sie immer noch selbst. Kuschelt auch mal ganz viel mit Kariba hier am Gitter. Die sind dicke Freundinnen. Immer morgens, wenn man kommt, stehen die Bäder am Gitter und unterhalten sich und fassen sich auch an. Ist eigentlich schön. Die Mütter können sich ja nicht so gut leiden, aber die Kinder dafür. Die eine ist wild, der andere eher schüchtern. Kando macht das Elefantenkindertrio komplett. Kando. Der ist irgendwie ein ganz scheues Reh noch. Der ist schon immer aufgeregt, wenn man ihm mal die Hand auf den Po legt. Das Schöne, wenn man eine große Herde hat, dass sie sich dann halt auch untereinander beschäftigen. Fein. Der ist ja fein. Ein guter. Ja, zum Essen bin ich nicht. Ich bring dir es nur. Hm? Der schlaue Ingolf hätte jetzt einen Sahnebonbon dabei. Tja. Der weiß, wie das geht. Na, wir haben ja Zeit. Komm her, Kando, komm. Einmal noch. Einmal noch. Oh, nicht an meine Ohren, ne? Nicht an meine Ohren. Jo, so ist ja fein. Kein Bonbon. Aber es gibt Streicheleinheiten. Huch, was ist denn hier los? Ja, fein. Ja, so ist ja schön. Da hatte Kando kurz mal seine Schüchternheit vergessen. Skepsis. Bloß gut, dass wir unsere Elefantenhaken mit dabei haben. Uiuiuiui. Alte Männer bei der Arbeit. Er bricht durch die Mitte. Und bloß gut, dass Pflege und Elefanten sich so gut verstehen. Rätselfrage. Welches Tier wohnt bereits seit 7 Jahren im Flusspferdhaus? Komm, erzähl. Angst, was? Die richtige Antwort ist Katerstrolch. Uwe Fritzmann kümmert sich um den verwöhnten Mäusefänger. Das Fangen erledigen andere für ihn. Wartest du auf die Sendung mit der Maus? Hm? Yeah. Dass der jetzt hier vorne vor der Tür sitzt, das ist eine ganz alltägliche Situation. Das erwartet sozusagen auf die Sendung mit der Maus. Das hat angefangen, ich hatte hier früher immer noch einen Marabu gehabt.
Und der hat ja, Fischmäuse, Küken und so was alle die kriegt. Und da hat er sich dann immer illegalerweise anfänglich noch ein bisschen bedient. Und jetzt war der Marabu weg. Ich krieg also kein Marabu-Futter mehr. Aber er hat natürlich immer noch gelauert und gewartet, dass er hier ein bisschen was abkriegt. Und da haben die Wiesen- und Teichenleute ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt. Und jetzt packen sie ihm auf das Entenfutter immer eine Maus drauf. Ja. Hier kommt die Maus. Für Strolch allerdings ohne Lach- und Sachgeschichten. Das wurde aber auf Zeit. Das sehen wir, wenn der Maus kommt. Der soll die jagen, die Mäuse. Weißt du doch. Da macht er ja. Nicht, dass er immer eine Fütterung von uns kriegt. Nee, das war jetzt gerade eine erfolgreiche Jagd für ihn. Ja, eine bequeme Jagd. Ja, ja. Er hat es schwer genug hier. Kann er doch mal ein bisschen einfacher haben. So, weg ist er. Das war's. Na, Strolch, war's das? Mehr ist nicht. Ja, denkst du, nicht mehr drin. Nicht mehr drin? So, tschüss Uwe, schönen Tag noch. Tschüss. Als Ehrenflusspferd fühlt sich Strolch hier pudelwohl. Hab dich. Wie kommt dein Kater ins Flusspferdhaus? Hab dich. Den hat mein damaliger Vertreter angeschleppt. Und zwar er und seine Mutter und noch zwei Geschwister. Und als er hier ankam, da hat er, war so ungefähr 10 Tage alt. Ja, und seine Geschwister, die das haben wir abgegeben und die Mutter haben wir auch abgegeben. Und ja, eigentlich wollten wir ihn auch wieder mit loswerden. Aber wir sind dann an ihn hängen geblieben. Seit er die Augen aufgemacht hat, hat er nichts anderes als Flusspferde gesehen. Oder sagen wir mal so, war ihm der Anblick von Flusspferden ganz normal. Er kennt sozusagen vom ersten Blick an, sind ihm die Flusspferde vertraut. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was Paul macht. Vertraut schon. Aber Paul ist bei weitem nicht so spannend wie die tägliche Maus. Ja, ihr kommt auch gleich raus. Ja, so, hau ab. Genug Flusspferd für heute. Strolch geht auf Mäusejagd. Vielleicht. Der Kater geht, die Hunde kommen. 4 neue Flachland-Dingos sind im Tierpark eingetroffen und genießen das schöne Wetter. Dingos stammen von Haushunden ab. Ihre Vorfahren fanden den Weg zurück in die Wildnis. Wie wild sie sind, das zeigen sie Michael Horn jeden Tag. Hallo, hallo, ja, du brauchst doch gar nicht so rennen. Ist ja gut, Sid. Ja, jetzt gibt's Happa Happa. So, hallo, hallo, ist ja gut. Ach Mensch, Sid, du machst sie alle verrückt hier. So, ich leg euch das mal hierher. Ist ja gut, Großer. Ja, komm, beruhig dich. Du kriegst da, hoch. Ja, hier haben wir unsere neue Gruppe, unsere Dingos. Das sind australische Flachland-Dingos. Also nicht so wie unser Mickey, den war bisher unser alter Witwer. Der ist ja ein Urwald-Dingo und die 4 sind also vom australischen Kontinent. Die haben damit verwandtschaftlich überhaupt nichts zu tun. Und die sind im Moment noch sehr aufgeregt. Also er bringt hier die Dreiergruppe, also es sind ja 4 insgesamt, 2 Jungs und 2 Mädchen. Und der Sid, der bringt die ziemlich durcheinander, weil der ist ziemlich ängstlich und er würde sich am liebsten den ganzen Tag ins Haus verkriechen und rennt natürlich, wenn wir kommen. Wenn der Tierpfleger ist im Moment noch der Böse, weil wir mussten sie auch schon keschern, um eine Wurmbehandlung durchzuführen und auch um sie zu impfen. Und dann hat man natürlich jetzt einen Haufen Arbeit, sich da jetzt das Vertrauen der Tiere wieder zu erlangen. Und das ist Kylie. Kylie ist eigentlich diejenige, die als allererste den Namen bekommen hat, weil bei ihr wussten wir ziemlich zeitig, dass sie eins der Mädchen ist, als sie gekommen sind. Vor 8 Wochen sahen die alle 4 gleich aus. Die sind im November zur Welt gekommen in einem Wildpark in Thüringen. Und ja, was macht man nur für Unterschiede? Wo,
welchen Namen ordnet man wem jetzt zu? Das war ziemlich schwierig und sie war die Einzige, die so ein paar Locken hatte. Und deswegen haben wir sie eigentlich ziemlich schnell erkannt und haben ihr dann den Namen Kylie gegeben. Jeder wird eigentlich wissen, warum. Hoffe ich zumindest. Und sie giert jetzt gerade aufs Stück und ich möchte ja eigentlich ran, aber der soll jetzt endlich mal weggehen hier. So richtig eingelebt haben sich die unruhigen Jungtiere noch nicht. Sie inspizieren aufgeregt ihr neues Revier. Sind die vier ihr Haus- oder Wildhunde? Dingos sind ja nichts weiter als verwilderte Haushunde, die also, es ist ein anderes Beispiel, wo man mal erkennen kann, dass also aus Haustieren auch durchaus wieder Tiere werden können, die ihre wilden Eigenschaften zurückerlangen, indem sie also wirklich wilde Populationen bilden und sich auch dementsprechend wieder verhalten. Dazu gehört unter anderem auch, dass der Dingo ja nicht bellt wie ein Hund, sondern die heißen ja unter anderem auch Singing Dog im Englischen, also die jaulen. Der Wolf, der bellt ja auch nicht, der heult ja auch. Und so ähnlich ist es eben beim Dingo auch. Gut, ich lasse euch jetzt in Ruhe, ich ziehe den Skibar noch auf und dann gucken wir mal, was passiert. Anscheinend ist es das, was Sid die ganze Zeit gesucht hat. Einen blickdichten Unterschlupf. Als Kinderstar lagen ihm die Massen zu Füßen. Als großen Eisbären lieben sie ihn immer noch. Knut. Die Zuneigung vieler weiblicher Fans muss Knut allerdings teilen. Mit wem wohl? Erstens mal wollte ich Ihnen einfach sagen, von ganz vielen Leuten, dass wir das so irrsinnig toll finden, wie Sie mit dem Knut, wie Sie den großgezogen haben, wie Sie mit dem umgehen, wie Sie den respektieren, wie er mit Ihnen umgeht. Das ist so irrsinnig hinreißend, wie wir also eigentlich noch nie was erlebt haben. Und dann haben wir so ein ganz süßes Foto und das sollen Sie signieren. Kann ich machen. Ja, das tun wir uns dann fotokopieren. Wo soll es denn hin? Hier unten? Vielleicht hier, wo es weiß ist, ja. Während sich Thomas Dorflein seinen Fans widmet, genießt Knut das Bad in der Menge und im Wasser. Ach, zu spät. Zur Fütterung kommen sich Ziehvater und Eisbär zwar nicht so nah wie früher, dafür gibt es Knuts Lieblingsessen. Fleisch und Fisch. Danach gleich Weintrauben. Mit seinen gut anderthalb Jahren wäre Knut eigentlich noch bei seiner Mutter. Warum ist er nicht zusammen mit den anderen Eisbären? Die würden den tot machen. Der ist ja noch ein kleines Kind, ja. Oh. Ist so. Die Bindung zwischen Pflege und Eisbär ist immer noch stark. Also ich kann nur sagen, er hat sich überhaupt nicht verändert. Ist nur größer und schwerer geboren. Mehr ist nicht passiert. Ist nur ein kleines Kind. Ein kleines, großes Kind, das den Ziehvater oft ganz doll vermisst. Boah, du siehst ja gruselig aus. Eigentlich braucht er noch ein bisschen mehr Zuwendung. Das versuchen wir durch Spielzeug zu kompensieren, dass er fast den ganzen Tag beschäftigt wird. Dafür ist Knut am Tage nie ohne Zuschauer. Ist es gut für den heranwachsenden Knut? Er findet es ganz nett, wenn hier immer Leute stehen. Das ist er erwöhnt. Im Grunde kennt er mich anders. Es ist ja nie, dass hier nie jemand steht. Ich habe kaum noch Umgang, nur noch am Gitter. Das andere ist mir verboten, sicher aus gerechtfertigten Gründen. Ich meine, der Zoo hat auch eine Fürsorgepflicht mir gegenüber. Und das natürlich beendet der direkte Kontakt. Dieses Verbot schmerzt. Es ist vernünftig. Aber Knut wird wohl noch lange darauf warten, dass Thomas Dorflein zum Spielen zu ihm kommt. Thank you.
Der kleine Ameisenbär ist satt und will spielen. Ja, das ist also seine Lieblingsposition jetzt so. Ich mach mal schön oben, da kann man sich schön bereit machen. Solange du nicht kratzt, ist er doch schön warm. Die wollen von uns nichts wissen. Normalerweise säße der Kleine auf Mutter Griselines Rücken. Die ist aber lieber mit Mann Uri beschäftigt. Willst du nur jetzt hin? Egal. Die Schulter von Steffen Ernst ist fast genauso toll. Ja, nicht runterfallen. Kannst du mich wieder loslassen? Soll ich ihn mal runterpflücken? Oh ja, das könnte wehtun. Komm, Ansisa, komm. Ah, ja. Guck mal. Hm? So ist fein, ne? Ja. Nee, so ist nicht fein, sagt er. Eine Ladung Milch soll der verspielte Kerl noch bekommen. Die ist nicht nach Essen, die ist nach Spielen. Ja, du gehst nachher auch in deinen kleinen Käfig. Hm? Wir müssen auch bald mal eine Kiste bauen lassen. Weil irgendwann ist der rausgewachsen. Noch ist er ja im Inkubator. Bloß das wird nicht mehr so lange sein. Da war es so verpimpelt, nicht? Schön bei immer bei 30 Grad oder 33 hatten wir am Anfang. Eigentlich bräuchtest du irgendeinen Spielkameraden, ne? Aber der würde nicht lange mit dir aushalten. Du, der ist ja richtig grob. Ja, zeig mal deine Zunge. Guck mal, schön. Spielen geht auch mit den Pflegern und der Kamera. Das fand er jetzt nicht so schön, nicht? Ja, da musst du angreifen. Ja, das warmes Wasser drin, ne? Lieber festhalten hier, sonst kippst du mitsamt den Ding um. Oh, jetzt pusht er, oder? Ja, Handtuch drunter. Ist animiert also. Dabei sind die Pfoten diesmal nicht im Wasser drin. Ja. Essen, spielen, verdauen, klappt. Die Ersatzmütter machen ihren Job gut. Das kannst du wohl stundenlang machen jetzt mit ihm. Ja. Normalerweise ist es ja so, dass die Jungtiere bei der Mutter auf dem Rücken sitzen und dann von ihr durch die Gegend getragen werden. Und nur wenn sich die Mutter hinlegt, dann klettert er runter und trinkt Milch. Die sitzen zwischen den Vorderbeinen. Und das ist die einzige Möglichkeit, um Milch zu trinken. Und sobald sie wieder aufsteht, will er sofort auf den Rücken klettern. Und das macht die Sache ja auch etwas schwieriger für uns. Nicht? Denn sobald wir uns hier bewegen, möchte der auch am liebsten irgendwo hochklettern. Wobei jetzt ist es nicht mehr ganz so ausgeprägt. Am Anfang war er nur extrem. Und dann wollte er immer auf der Schulter sitzen oder direkt auf dem Kopf. Immer am höchsten Punkt. Das ist aber neu, dass er das jetzt so ausgiebig macht. Er fängt jetzt auch an, irgendwie alles festzuhalten mit den Pfoten. Hm? Na, dann werden wir dir bald mal was anderes anbieten, nicht? Vielleicht einen Ausflug ins Freie. Wenn man die Sonne braucht, ist gerade weg. Ja, wenn man sie braucht, ist die Sonne nicht mehr da. Aber warm genug ist er trotzdem. Also wir haben ihn auch relativ früh schon immer mit rausgenommen in die Sonne. Das ist wichtig. Frische Luft mag er. Vielleicht riecht es hier ja nach Ameisen. Die Brillenpinguine freuen sich auf die nächste Fütterung. Ronald Richter freut sich auf sein neues Revier. Na, wer hat's denn hier so eilig? Ne? Huch! Jetzt sind die mit da prima. Ne? Sabine Busse führt ihn ein. Du hast schon. Ah, jetzt hat er trotzdem noch ein zweites hier. So, ja, dann gehen wir am besten erstmal raus und verteilt sich's besser. Das ist ja nur immer der erste Ansturm. Ah, Jungs.
Ihr seid ja gut drauf heute hier, ne, Raps? Komm her. Hier. Nimm. Ihr wollt mir ja auch noch das Eimer wegnehmen, Sabine, ne? Naja, wenn der drauf sitzt. Ja, nee, dann hätten wir warten müssen, bis er runtergeht. Aber die ist jetzt so aufgeregt. Die wird jetzt. Ich komm jetzt nicht, wenn du. Hör, Maus. Nimm. Die hat ein Jungtier. Mhm. Wir gehen gleich noch mal zu den anderen, da kann man es besser sehen, ja, glaube genau, ich. Das. Jetzt frisst sie aber. Nein, aber auch mal nicht so. Ja, ihr habt es eilig. Sehr na, Benni, halbherzig. Rutscht mal ein Stück, ihr kommt alle dran. Versprochen. Erst die Mütter mit Kindern und so. Genau. Hier brütet noch jemand und da sind Kinder drin. Und überall ist hier was los. So, dann nimm dir mal was. Ne? Hier, komm her. Was? Ah, hier sitzen wieder beide drin. Ja, das sind Arno und Dolly. Arno und Dolly. Genau. Die haben zum ersten Mal zusammen Kinder. Die haben sich nämlich erst neu gefunden dieses Jahr. Da sind zwei Babys drin. Die man natürlich nicht sieht. Nicht sieht, weil sie wieder so drauf sitzen. Ja, genau. Das, aber die wissen schon, warum. Frau Schulz, Andi. Schöne Namen habt ihr auch für sie Benni ausgesucht. Frau Schulz. Nee, du bist ja Benni. Fein. Benni hat sein Vitamin frisch gekriegt heute. Benni ist das nämlich nicht so einfach. Die kann ich noch lange nicht auseinanderhalten. Also, das wird eine gewisse Zeit noch dauern. Ja, jetzt hast du es ja wenigstens insofern leicht, dass wir die ja nun alle noch mal markiert haben. Ja, deswegen, ja. Und die Liste gemacht haben. Das haben wir ja nicht nur für dich gemacht, sondern auch so für zum Allgemeinheit. Besseren, ja, Überblick. Aber früher haben wir die Pinguine manchmal nur daran unterschieden, was die für Punkte auf der Brust haben. So. Manche haben auch keinen Namen. Warum heißt Arno Arno? Eigentlich heißt er Arnold. Weil er so wie Arnold Schwarzenegger läuft. Genau. Und Frau Schulz heißt Frau Schulz, weil ihr Mann Axel hieß. Ach so. Das Schlimme ist nur, dass er jetzt tatsächlich so einen auf die Nase gekriegt hat, dass er nicht mehr da ist. Ja, genau. Ja. Das ist ein bisschen traurig. Das wollten wir ja so nicht. Komm, Arno. So, ich gehe mal zu der Höhle 1. Hier ist das Kind schon schön groß. Da haben wir gestern schon gestaunt. Tini war nämlich rumgekommen. Hier sitzen ja wieder Beete drin. So. Ihr kommt auch nicht raus, stimmt's? Ihr gönnt uns das nicht heute. Ja. Nee. Aber ihr Kind. Nee, das sieht man auch nicht. Nee, wenn Beete drin sind, hast du kaum eine Chance. Und tschüss. So. Klein Akim und Dromedarmutter Arabella dürfen nach 3,5 Monaten das erste Mal auf die große Anlage. Paul? Wie wird Hengst Paul auf seinen Sohn reagieren? Das Gute ist, dass die beiden oder die ganze Gruppe immer in Sichtweite war und die konnten sich auch am Gitter beriechen und beschnüffeln, sodass es nicht eine ganz neue Situation ist. Also die kennen sich schon ein bisschen. Es geht da zu dem Vater hin. Es ist wichtig, was jetzt passiert. Er hat also keine Angst vor ihm, beschnüffelt ihn. Sollte Akim Angst haben? Und der Hengst macht jetzt, na, ja, kann man als harmlos bezeichnen. Die Mutter will was fressen. Wunderbar. Also so gelenkig kann Dromeda sein, ja? Auch ungewöhnlich, dass sie sowas als Tritt nehmen. Normalerweise haben sie Angst vor Höhenunterschieden und dann noch vorne ein Bein hebt. Also Hauptsache futtern. Deshalb ist es bei uns immer so schön da hinten kurz, weil sie wirklich alles mit der, wie weit sie rankommen, ja, ist alles in Ordnung. Aber so ist die Lage schön. Total entspannt, jeder macht, was er möchte. Keiner, was er soll. So, dass wir denken, dass wir doch in den nächsten Tagen die dann auch über Nacht zusammenlassen können. Und auch erstmal ganz tagsüber, vielleicht nur abends trennen. Und wenn nachher was passiert, dann ist man eh nicht bei. Das kann aber immer passieren. Aber zum Anfang kann man halt das Gröbste verhindern. Er ist gut, ist gut. Paul? Paul sieht nach dem Rechten, während Akim weiter tapfer versucht, seinen Vater besser kennenzulernen. Akims Geburt wird Mario Barabas nie vergessen.
war mittags, ja. Hunderte Besucher standen davor, konnten das miterleben, wie ein Dromedar geboren worden ist. Ich habe es selber auch noch nicht gesehen, weil es war immer so bis jetzt, wenn man morgens in den Stall kam und geguckt hat, ob alles in Ordnung ist, war das Jungtier da. Also über Nacht werden die meistens geboren. Und wir hatten erst Schwierigkeiten, weil sie sich nicht hingelegt hat, doch sehr aufgeregt war, war für sie auch eine neue Situation. Dann hat sie sich hingelegt und man konnte wirklich jede Einzelheit erkennen, wie das Kleine da zur Welt kam. Und das war schön mit anzugucken. Und jetzt? Paul! Paul! Nein. Ist gut. Ja, das war eben eine Situation, wo ich meine, dass es doch ganz gut ist, dass man noch bei ist. Man verhindert zwar nicht, dass er zuschnappen würde, aber verhindert vielleicht, dass er weiter hinterherrennen würde, dem Kleinen. Paul, ja, ist ja gut, aber das muss doch nicht sein. Hat er nichts getan. Brauchst nicht, nein, nein, brauchst nicht eifersüchtig sein. Akim wird noch einige Zeit um die Zuneigung seines Vaters kämpfen müssen. Die Impfung der Bengalkatzenbabys steht an. Die sind in Familie groß geworden und sind es überhaupt nicht gewöhnt, dass wir sie in der Hand nehmen. Also wir haben sie bis jetzt noch nicht angefasst. Wir wissen auch nicht, ob es Junge oder Mädchen ist. Also es ist heute im Prinzip Premiere. Und da ist es denn doch ratsam, sich gleich was überzuziehen und Handschuhe mitzunehmen. Denn die sind ganz gewiss wie kleine Nadelkissen. Als ob sie wüssten, was sie erwartet, haben sich die Kleinen im hintersten Winkel versteckt. Wie in die Höhle geflüchtet. Gerade 9 Wochen alt, aber schon komplett mit Krallen und Zähnen. Das war leicht. Das erste Junge ist erstaunlich friedlich. Aber wie lange? So, hier müssen wir aber jetzt auch noch erstmal gucken, was wir für nicht schlecht haben. Von Dr. Pauli bekommt das Kleine seinen Erkennungschip. Gut. Oh, du armes Kind. So, guckst du mal. Mädchen, was? Ein Mädchen. Das wird jetzt noch genauer untersucht. Du hast es ja überstanden, mein armes Kind. Kannst du gleich wieder raus. Katzenbaby Nummer 2 sucht sein Heil in der Flucht. Vergeblich. Oh, alles halb so dramatisch. Alles halb so dramatisch, mein Schatz. Gegen die resolute Fürsorge des Tierparkpersonals hat die Kleine keine Chance. Oder ist es der Kleine? Ein Junge. Nee, das erste war ein Mädchen. Ist gut, Schatz. Ist alles okay. Ist alles halb so dramatisch. So, Paule, geht raus jetzt, alter Räuber. Alter Räuber, Debbie-Maus, passt hier nicht mehr durch, wa? Ja. Zu groß, zu dick, zu breit. Ja, jetzt geht's aber raus, Jetzt geht's raus, jawohl. Komm mal, komm. Komm her, Stecki, komm. Komm her, meine Süße. Komm her, meine Süße. Komm her, meine Süße. Zweigflusspferd Debbie ist stolz auf ihren Sohn Paul. Paul, komm her, komm. Denn der hat sich etwas Wichtiges bei ihr abgeschaut. Da ist noch ein Blatt. Du alte Blattmuchs. Hier, komm her. So.
So. Fressen, das kann er schon lange. Paule hat inzwischen seinen Tauchschein gemacht. So, und du zeigst schön, wie du das mit dem tiefen Wasser zwischen den Reihe kriegst. Hm? Solange es was zu futtern gibt, bleibt Paula aber lieber an Land. So, macht's hübsch. Das ist jetzt eine Sache, die wir ja vorhin ja geübt haben mit ihm. Da hatten wir ganz klein angefangen. Mit wenig Wasser, erstmal Fußbad und dann haben wir das Wasser immer weiter erhöht, sodass er jetzt so langsam an die Tiefen, die ihn hier erwarten, gewöhnen kann. Wie man also jetzt wunderbar sieht, ist mit Schwimmen nicht allzu viel, sondern es wird unter Wasser gestanden bzw. gelaufen. Und das ist auch das, was er sozusagen von Anfang an geübt hat und üben musste, eben immer nur so viel Luft einatmen, damit man Bodenkontakt hat. Denn wenn er so viel Luft einatmen würde, dass er wie ein Koch an der Oberfläche schwimmt, dann kann er sich nicht fortbewegen. Und das hat er jetzt eben perfekt drauf. Und jetzt könnte das Wasser auch noch einen Meter tiefer sein. Das würde ihm nicht ausmachen, da kommt er wunderbar mit klar. Plus das muss so ein Flussfeld eben und auch so ein Zwergflussfeld eben erst üben. Ich denke mal, jetzt mit einem Jahr ist er noch nicht ganz erwachsen. Man sieht ja auch von der Größe her, fehlt ihm noch ein bisschen zu Mama. So 2,5 Jahre braucht er schon insgesamt, bis er erwachsen ist. Aber er ist auf jeden Fall so weit, dass er selbstständig und alleine klarkommt. Das auf jeden Fall. Das ist wichtig, denn Paule wird umziehen und ohne Mama klarkommen müssen. Im Zoo in Bratislava freut man sich schon auf den gut ausgebildeten Taucher. Gute Reise. Sandra ist der Star unter Norbert Zahmels Seelöwen. Luftsprünge, Saltos und viele Wasserspritzer gibt es in der nächsten Folge von Panda, Gorilla und Co.